only have a limited number that we can ship out right now because it is very, very popular. We're going to go to the phones. Hi, you're on the air with Lisa and Kevin. What's your name? Hi, Lisa. It's Renee from California. Hey, Renee. Chris is over there kind of giving us a look at how to use the ladder there. I got to tell you something. I have this ladder. It is awesome. Oh, now what do everybody want? Everybody wants this ladder. I live in an apartment with vaulted ceilings. Uh-oh. Okay, we're going to make sure that Chris is okay. Yep. And that has never happened. Well, you know, it's a very slippery floor up there in front of our door sometimes, so we're going to make sure that Kevin's okay. Yep. He's moving, he is okay, but he scared me for a moment. It's a very easy situation to operate. You just push the buttons in right here on the two sides, the two little buttons. And all you do is push them in, and that will release it. And what, right here, push the button in, that releases it. And then after you let go, it locks firmly in place. So really, you're all set. And this is tough. It is. Listen, give you an example. Say you have a, you know, you have to get up on the wall, high ceiling, vaulted right. ceiling. Hey, listen, just walk right up. And I tell you, it's very safe, it's durable, and Carol, it's lightweight. You're scaring me. So really, now it's locked in place, okay? So really, you say, oh God, Harold, are you okay? Actually, I didn't have it locked. You have to lock it. Once you lock it, you're okay. But it is very safe to operate. So continue to call for it. All righty. Well, Harold, I hope you're okay. I'm getting ready to serve. All I do is throw that ball up in the air. And when I... Oh, jeez. And there goes the tennis racket. I didn't have it on there all the way. Make sure that your accessories are... 1816 is the item number on this one. And the nice thing about these practice katanas... Oh! Oh, that hurt. Oh, that hurt big time. A piece of that just... The tip just got me, Odell. Oh, that got me good. You all right? A piece of that tip just got me. Oh, folks, right now, we may need emergency surgery in the studio. Sehen wir noch mal, warum Roto so gut ist. Schauen Sie sich das mal an. Das sind hier alles volle Wasserflaschen, 1,5 Liter. Und die hebe ich jetzt hoch und jetzt schauen Sie sich mal soll die ich, Box an. Soll ich? Ja, soll bitte. Ich? Da biegt sich nichts durch. So, da ist Sie Wasser drin. Achtung. Oh. Oh. Was ist hier kaputt? Was ist hier kaputt? Die sind... Ja, super. Die gehen, die gehen. Den kann man wieder dran machen. So, weiter geht's. Gut gemacht. Kinderzimmer, kommt weg. Ein bisschen in Deckung gehen. Ich mach's mal an. Dann bin ich gleich nass. Und Sie sehen natürlich, was wir hier für einen Regen haben. Das ist also... Es ist jetzt noch nicht natürlich heiß, aber im Sommer, wenn Sie sich abkühlen wollen, da haben wir ja auch einen ganz speziellen Duschkopf, nämlich einen Duschkopf mit insgesamt 87 Öffnungen. Ups, was war das? Jetzt haben wir einen Scheinwerfer erwischt. Schuld. Ich war von der Nähe, aber ich war nicht schuld. Irgendetwas ich habe gerade das Wasser ausgemacht. Da war vielleicht ein bisschen zu kalt, das Wasser. Das kann sein. 87 Öffnungen haben wir hier drin, Tanja. Und das sorgt natürlich eben für diesen gerade schon gezeigten Regen. Wie alles andere. Guck dich das mal an. Das ist ein Brett, was nicht mehr wegrutscht. Da muss ich das andere doch gar nicht mehr nehmen. Hier, schauen Sie mal. Das ist doch wohl die Top-Qualität. Oh. Die Bretter. Auch als Geschenkidee ideal geeignet. Derry ist auch nicht kaputt gegangen. Ganz zufällig liegt er parat. Schauen wir uns das wieder an, damit Sie auch wissen zu Hause, passt er in meinen Schrank oder auf mein Tischchen drauf. Was haben wir hier für eine Diagonale? Also jetzt haben wir eine Breite. Da müssen wir gleich mal umschalten hier, so ein Ferkelprogramm hier. Und das beim WDR, haben Sie das gesehen um die Uhrzeit hier? Das fällt dann nicht untergrundig, bodenständig, aber gut. So, also. Das nennt man Live-Fernsehen. Damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radeln fahren hier mit diesem Scooter. Woran erkennen Sie, dass das Profiqualität ist? Na, das werde ich Ihnen mal gleich zeigen. Das ist immer der Moment, wo meine Kollegen immer sagen, um Gottes Willen, jetzt macht er das schon wieder. Aber ich traue mich das mit unseren Kochtöpfen. Wir haben nämlich einen Edelstahlrand außen drumherum. Das erhöht natürlich die Bruchfestigkeit. Und lieber Rainer, gucken Sie mal, wenn Sie damit in der Küche kochen. Achtung!
Ja, Rainer guckt schon ganz unglaublich. Schauen Sie mal, was ich jetzt wieder mache. 3, 2, 1 und los geht's. Jetzt ist wirklich passiert. Es ist mir noch nie vorher passiert. Das war der Vorführeffekt. Sie sehen, auch sowas kann passieren. Das ist halt live. Das ist jetzt, ja. Ich meine, in dem Fall kann ich nichts anderes machen, als sagen, es ist passiert. Es könnte theoretisch bei Ihnen passieren, sollte aber nicht passieren. 01377170123. Wir gehen mal gleich weiter mit dem Edelstahl. So, Edelstahl, das ist natürlich absolute, perfekte Profi-Qualität. Wir haben hier eine Verteilung der Wärme auf den kompletten Boden dank unseres Sandwich-Bodens.